Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren verregneten Folge Farmers Dynasty. Und eigentlich wollte ich überspringen. Eigentlich wollte ich einen Tag weiter sein, damit wir weiter machen können, weil wir können im Moment keine Missionen annehmen bei Regen. Ne, wir können hier aktuell leider nichts machen. Aber dann ist mir aufgefallen, wo sind die Hühner? Ich höre sie, aber sie sind nicht da. Und jetzt, Leute, das ist absolut cool gemacht. Die Hühner sind beim Regen im Stall. Und sitzen hier in den Boxen. Ich meine, klar, sie könnten auch auf der Hühnerstange sitzen, aber wie geil ist das denn bitte? Da ist das Spiel so ausgereift, dass es auf Regen reagiert, was die Tiere angeht. Cool, kann ich dazu nur sagen. Das finde ich genial. Das zeugt von einem schönen Spiel. Okay, hier im Gebäude könnte dieser Regeneffekt auf meiner Kamera nachlassen. Weil das ist ein bisschen... Obwohl, das geht gerade weg, ne? Man trocknet ab. Habt ihr das gesehen? Die Kamera wurde immer freier. Also, ganz ehrlich. Das ist perfekt. Das ist super. Nichtsdestotrotz, ich habe keinen Bock mehr auf Regen. Wir schlafen aber noch mal eine Woche. Ich spule noch mal eine Woche vor. So seid ihr halt immer mit dabei. So seht ihr halt, was hier vorangeht, was jetzt gerade los ist. Na? Offizielle Wettervorhersage ist aber, es soll aufhören zu regnen. Heute ist kein Regen angesagt. Kann das bitte trocken werden? Ja, vielleicht sollten wir auch die Tür wieder zumachen. Okay, kann das sein, dass man nicht spulen sollte, wenn es regnet? Da hörst du leichtes Grummeln im Hintergrund. Das regnet ja nicht eine Woche durch. Oder sind wir durch Zufall gerade auf einem Regentag wieder wach geworden? Wir springen nochmal eine Nacht rüber. Jetzt hört das in dem Spiel nicht mehr auf zu regnen. Hilfe! Kann mal jemand den Regen abschalten, bitte? Wir bewegen uns mal ein bisschen. Wir gehen mal ein bisschen die Felder angucken. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen dämlich. Aber ich muss mal kurz warten, dass es aufhört zu regnen. Dann nützt ja alles nichts. So können wir nicht weiterarbeiten. Mal zum Erbsenfeld rüber. Oh, wird's weniger? Es wird weniger. Es hört auf. Sehr schön. Ah, da kommt doch auch die Sonne. Da seht ihr, da klart das doch wieder auf. Endlich ist der Wolkenbruch vorbei. Das sind aber schon... Was? Kann man bald abernten. Aber wichtiger ist das Gras. Schöne Heuballen ab in eine Lagerhalle. So. Ich warte jetzt absichtlich nochmal, dass die Wolken ein bisschen verschwinden, bevor ich noch eine Woche vorspule und es dann wieder... Können wir eigentlich eine Mission machen? Ja. Flüge das Feld. Repariere ein Gebäude. Flüge das Feld. Ne. Jetzt der Himmel auch wieder klar. Jetzt können wir eine Woche wieder vorspulen. Dann sind wir sogar schon im Oktober, ne?
Machen wir. Komm her, wir hauen da gleich noch eine Woche hinten dran. Ich weiß im Moment, die Folge, die letzten beiden Folgen sind jetzt ein bisschen zäh, also diese und die letzte. Aber, ne, A, hatten wir Regen bis jetzt noch nicht gesehen. Und B, müssen wir das auch mal über uns ergehen lassen, ne? Können wir nicht hier immer alles nur schön haben wollen. Und ja, ich weiß, ich hätte die Eier von den Hühnern holen sollen. Zu spät. Aha. Es gibt keinen Winter im Spiel. Nach dem September springt das Spiel sofort auf den auf Frühjahr. Seht ihr das? 6. April. Winter ist aus in diesem Spiel. Schade. Also richtig schade. Das finde ich richtig schade. Dicker, dicker Minuspunkt. Weil Regen ist schön gemacht, der Sommer ist schön gemacht, im Herbst, dass die Bäume ein bisschen dunkler werden oder heller werden, ist schön gemacht. Aber dass es keinen Winter gibt, schade. Das Spiel hat so viel Potenzial und damit macht es das Potenzial wieder ein bisschen zunichte, finde ich. Also, ich weiß nicht. Schreibt es in die Kommentare. Ist man da verwöhnt vom LS jetzt her? Vom Season Mod? Oder, weiß nicht, aber ich finde, das gehört irgendwie dazu. Also, es muss ja nicht zwangsläufig schneien. Aber es könnte ruhig so ein Bacon Schnee könnte hier schon jetzt liegen, ne? Ein bisschen Schnee, sag ich mal. Aber so im Winter ein bisschen kälter, die Bäume kahl, das könnte durchaus schon sein. Dafür haben wir reifen Kürbis. Ja, geil. In der letzten Folge ist den Kürbis ausgesät und jetzt ist er schon erntereif. Ja, gut. Ja, dann können wir mal ein bisschen Kohle verdienen hier. Ich weiß, ich hätte auch gleich neu setzen können. So. Siebzig Kürbisse, ja, immerhin. Ist das jetzt hier eigentlich? Wo ist das Gras hin? Ist das jetzt erntereif? Nee, im April? Nee, oder? Das mit dem Erntereif weiß ich immer noch nicht. Bereit zur Ernte. 98,7%. Gras gesät. Bereit zur Ernte. Wir können Erbsen und Weizen ernten. Ja, perfekt. Dann werde ich das nämlich ernten und verkaufen. Aber warum haben wir denn jetzt hier keinen... Wir sind jetzt das... Warum? Das verstehe ich nicht. Warum ist denn das Gras jetzt weg? Ich meine doch, ich verstehe es schon, warum, aber wäre doch eigentlich für den Rest auch. Ignorieren wir das. Was hatten wir denn jetzt hier? Was haben wir als Mission aktuell? Pflügen. Reparieren, pflügen. Ich dachte, es gibt neue Missionen. Also ich habe bis jetzt nur pflügen. So, dann lass uns mal anfangen hier. Komm. Jo, jetzt hier noch mehr Zeit vertrödeln. Du musst das auch schon. Möchtest du das mal bitte ankoppeln? Hallo? Einsteigen? Ich möchte eigentlich das Mähwerk dran haben.
Ah, jetzt geht's. Na gut. Okay. Dann ab in die neue Mähernte, ne? Ich weiß gar nicht, Stroh brauchen wir doch gar nicht dann. Also wenn wir das jetzt hier in Ballen gepresst haben, die können wir doch direkt verkaufen. Weil für die Kühe brauchen wir ja Heu und nicht Stroh. Also die brauchen ja kein Einstreu, die brauchen ja quasi nur Heu. Na, schauen wir mal. Machen wir jetzt erstmal hier das Ganze. Brauchen wir noch den Traktor? Ich vergesse das immer wieder. Die hätte ich mir schon ans Feld ranstellen können. Wollen wir überhaupt den Traktor? Habe ich da? Wo habe ich den Anhänger geparkt? Da steht die Presse drin. Ene, mene, miste. Nein. Da ist er drin. Das wäre jetzt peinlich geworden, wenn er da jetzt nicht drin gewesen wäre. Auf jeden Fall jetzt Getreide runter. Getreide. Lagern wir das erstmal am Hof? Ich glaube schon. Ich glaube, wir lagern das erstmal am Hof. Bis wir alles runter haben und dann bringen wir das direkt. Ja. Und dann fahren wir verkaufen. Ich denke mal, da werde ich euch vielleicht nicht unbedingt mitnehmen zum Verkauf. Weil da zieht sich ja doch schon einiges hin, wenn ich da jetzt die ganze Zeit runterfahre. Weil ich glaube, ich muss ganz bis zur Getreidemühle. Und mit dem Ding hier. Wenn wir nicht drüber reden, ne? Da ist man ja wieder stundenlang unterwegs. Das ist genauso. Wieder die Aktion mit dem. Mit dem Pflügen. Die Felder müssen ja auch wieder gepflügt werden. Gehe ich mal von aus. Ja. Das bedeutet dann im Umkehrschluss wieder hier, ne? Arbeit ohne Ende. Ich bin mal gespannt, was uns dann im Endeffekt die Erbsen bringen. Also da bin ich sogar gespannter als jetzt hier das Getreide. Das Getreide dresche ich jetzt zuerst, weil wir da einfach das Stroh kriegen, was uns auch nochmal Kohle bringt. Die sammeln wir dann auf mit dem Ladewagen, den wir so gepresst haben. Also hier haben wir jetzt erstmal ein bisschen einen Schnitt. Das mache ich auch zuerst fertig. Also ich werde jetzt hier nicht hier dreschen und dann gleich die Erbsen abdreschen, sondern ich mache jetzt hier fertig. Verkauf das ganze Zeug, press das in Ballen, verkauf die Ballen und dann kümmere ich mich um die Erbsen, ne? Also jetzt nicht wundern, wenn jetzt im nächsten Part nicht gleich die Erbsen dran sind. Eins nach dem nächsten. So. Da freue ich mich persönlich schon am meisten drauf, ne? Wenn wir jetzt hier irgendwann mal einen größeren Traktor und Anhänger haben. Wo steht denn? Hä? Wo hab ich? Hä? Hallo? Da? Da. Einen größeren Traktor und größere Anhänger, ne?
Das will ich alle 2 Minuten hier wegfahren müssen. Beziehungsweise natürlich auch einen größeren Drescher von der Kapazität her. Ne? Wäre auch noch was. Ah, da schauen wir mal. Liebe Lüt, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.